Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Die Presse war längst informiert, als mich der Rettungshubschrauber hier in Wellington absetzte. Und das Fernsehen war natürlich auch da. Und schon gehen die Meldungen um die Welt. Ein Handweltumsegler Adrian Thierry Grindstadt wurde vor 48 Stunden durch einen französischen Marinehelikopter von einer winzigen Koralleninsel in der Mururoa-Inselgruppe geworfen. Mich und einen Teil der Ausrüstung haben sie gerettet. Die King's Cobra, das Wrack mit einem Loch unter der Steuerbordwasserlinie, so groß, dass ich meine Ausrüstung durchladen konnte, kann ich vergessen. Die Weltumsegelung auch. Die Fotos aus dem Hubschrauber kann ich mir einrahmen. Das Wrack mit Sonnensegelunterstand aus Großbaum, Genua und ein paar Tampen. Das liegt alles hoch und trocken auf der Insel von Berenice. Hoffentlich kommt kein Reporter auf den Einfall, auf dem Inselchen nachzusehen. Das wäre das endgültige Aus für Berenice. Aber das werden sie nicht riskieren. Die Insel ist ja Sperrgebiet, wegen der nuklearen Versuche. Am 11. Dezember, nach Kontakt mit einem Tanker, konnte Grindstadt die Schlechtwetterfront mit eingesetzten Refs und vor Sturmfock abreiten. Sturm und Strömung rissen die King's Cobra über ein Riff. Das Boot, eine 42 Fuß Westmarine, surfte auf einer Riesenwelle an den Strand. Grindstadt ging bewusstlos am Lifebelt und Sicherheitsleine hängend über Bord und erwachte am Strand. Ich erwachte mit dröhnendem Schädel. Fieber und Abschürfung. Die Insel, etwa 120 Meter Durchmesser, war unbewohnbar. Wie die Rückseite des Mondes. Trotzdem hatte ich Glück im Unglück gehabt. Während ich Palmen zählte, schluckte ich Kopfschmerztabletten, trank eine Flasche Wein aus und untersuchte die traurigen Reste. Der Wassertank war unbeschädigt geblieben. Ich hatte keine Ahnung, wo ich gestrandet war. Ich musste mir einen Ruck geben, um das Innere der Insel zu erforschen. Zuerst trat ich auf die Vogelknochen. An einigen hingen noch Federn. Palmen, Gestrüpp und sonst nur Treibholz. Abfälle und hunderte von pulvertrockenen Vogelskeletten. Mein Wasser reicht gut zwei Wochen lang. Rettungsinsel mitsamt Seenotsignalen ist über Bord gegangen. Die Lage ist also hoffnungslos. Aber nicht lebensgefährlich. Noch nicht. Hoffentlich ist die Radioaktivität nicht zu stark hier im Sperrgebiet. Ich muss mit allem rechnen. Jetzt kommt die Zeit der Selbstgespräche. Was hat Seneca darüber gesagt? Man soll sich davor hüten, denn man habe einen üblen Dialogpartner. Hatte leicht reden, der alte Seneca. Im überfüllten Rom? Sieht nicht danach aus, als gäbe es hier Ersatz für mein besseres Ich. Verdammte Kopfschmerzen. 500 Schritte sind es einmal rund um die Insel.
Wenigstens gibt's im Mittelteil reichlich Schatten, aber sonst absolut trostlos, mein Inselchen. Ein Busch reicht mir bis zur Brust und sieht aus wie eine Koralle aus Kristall. Das Ding bewegt sich nicht. Aber mir ist, als würden aus weiß-goldenen Blüten oder Knospen fremde Augen starren. Das Ding wächst anscheinend ohne Wurzeln aus dem weißen Korallensand. Goldene Haare auf den Kristallarmen und Kristallfingern. Jetzt bewegen sich die Haare ganz langsam. Seltsam. Der Busch reflektiert das Sonnenlicht. Meine Rippen tun mir weh. Das Fieber muss ich irgendwie loswerden. Der Busch ist fast symmetrisch. Der kristallisch goldene Busch ist schön, aber ist ebenso unheimlich. Ich habe Angst, wenn ich länger hinsehe. Das Ding starrt zurück. Vielleicht beobachtet es mich. Ich sollte mich hinlegen. Ich brauche Schlaf und Ruhe. Ich und du. Wir sind gestrandet. Und allein. Das Ding, der Busch, erredet? Er redet tatsächlich? Drehe ich es endgültig durch? Das gibt's doch nicht. Halluzinationen. Dein Hörvermögen und dein Verstand schalten einwandfrei. Wir haben dich angesprochen. Unmöglich. Total verrückt. Ein sprechender Kristallbusch. Dein Boot ist gestrandet. Du fragst, wer wir sind? Oder um es einfacher zu machen für dich, wer ich bin? In gewisser Weise auch ein gestrandeter Einhandsegler. Ein Einhandsegler des Weltalls. Entweder wache ich aus diesem Albtraum bald wieder auf oder hier redet tatsächlich ein Kristall mit einer Frauenstimme auf mich ein. Gefällt dir meine Stimme nicht? Sie lässt sich nach deinem Wunsch verändern. Ich dachte mir... Du bist ein einsamer Segler, ein männlicher Mensch. Männer allein an Bord, Seeleute... Deren Träume um einsame Inseln kreisen, zählen zur heterosexuell aufgebauten Menschheit. Also wirst... Vermutlich auch du von einer Frau träumen, mit der du die Einsamkeit teilst. Ich muss also sprechen, wie du es erwartest. Verdammt, jetzt unterhalte ich mich schon mit meiner eigenen Illusion. Daran ist nichts Unerklärliches. Auch nicht an unserem Zusammentreffen. Wer lange genug wartet, trifft einen anderen. Wir warten sehr lange. Ich war hier, als die Insel aus dem Meer auftauchte. In den letzten Jahrhunderten wuchs die statistische Wahrscheinlichkeit, dass jemand die Insel betritt. Du bist da. Der errechenbare Beweis. Beweis? Jahrhunderte? Woher kommst du? Wer bist du? Hat dich ein Tornado angeschwemmt? Ein monadischer Kristall, der unter bestimmten Bedingungen wächst oder schrumpft. Wachsen solche Kristalle in der Südsee? Ich meine, solche wie du? Ich bin total verwirrt. Oder bist du eine nukleare Mutation? Du akzeptierst offensichtlich rasch. Ich stamme nicht aus der Südsee, auch nicht aus eurem Planetensystem. Also ein Kometenteil, ein Meteorit etwa? Ein namenloser Kristall, der einen langen Flug durch das Weltall überstanden hat. Zeitpunkt und Ort der Landung sind Zufall. Von der Warte eines Planetenbewohners aus gesehen. Der Purpurwind zwischen den Sonnen trieb mich in das Massefeld der Erde.
Purpurwind, Massefeld. Ich erinnere mich, irgendwo habe ich es gelesen. Jeden Tag wird die Erde um ein paar Tonnen Meteoritenmaterial schwerer. Warum nicht auch um einen Kristall? Deine Stimme. Bist du eine Frau? Ich meine, männlich, weiblich? Wie soll ich dich anreden? Kristalle sind neu drin. Wir haben keine Namen. Ich bin nicht geboren, sondern entstanden. Ich will dich nicht mit Kristall anreden. Also, du kommst von den Sternen. Du hast goldene Haare auf deinen Kristallästen. Das erinnert mich an Coma Berenice. Das Haar der Berenice. Ein Sternbild. Es ist zwar verrückt, aber so nenne ich dich. Berenice. Eine hübsch klingende Lautkombination. Was bedeutet sie? Eine Legende, eine alte Sage. Erzähle mir mehr darüber, bitte. Berenice oder Berenike war die Frau eines spätägyptischen Königs. Ptolemaios hieß er. Berenice schwor, ihr wunderschönes Haar der Aphrodite zu weihen, wenn der König lebend aus einem Krieg zurückkäme. Genau das passierte. Und die Götter waren darüber so gerührt, dass sie Berenice als Sternbild in den Himmel erhoben. So ähnlich, glaube ich, war es. Die Sage gefällt mir ebenso gut wie der Name. Aber es wird das Problem, das uns beide betrifft, noch vergrößern. Du hast den festen Willen zu überleben, nicht wahr? Natürlich. Warte, bis mein Funkgerät wieder arbeitet. Für einen Notruf kriege ich es schon wieder hin. Mitsamt den Batterien. Du rechnest fest damit, dass du gerettet wirst? Natürlich. Sie werden von Mururoa einen Hubschrauber schicken. Ich habe genügend Trinkwasser. Aber worauf wartest du hier? Wir warten nicht auf etwas oder jemanden. Wir warten, weil es meine Natur ist. Ich bin und wachse. Langsamer oder schneller. Seit Seewasser und Luft radioaktives Strontium und Cäsium herantragen, hat sich unser Wachstum gesteigert. Nuklearexplosionen, die uns töten, steigern also dein Wachstum. Und wie groß warst du, als du hier gelandet bist? Winzig. Ein Splitterchen. Naturwissenschaftlich ausgedrückt, ein mikroorganischer Baustein aus der Frühzeit des Universums. Woher ich wirklich komme, kann ich nicht wissen. Denn erst mit Zunahme meiner Masse nahm auch mein Erinnerungsvermögen zu. Ich verstehe. Intelligenz und abrufbare Information durch mehr Masse. Wie bei einem Computer. Aber was tust du hier? Welchen Zweck hast du? Von den Korallentierchen. Von denen in jahrtausendlanger Arbeit die riesigen Riffe hergestellt wurden, würdest du dieselbe Antwort bekommen. Ich bin, lebe und wachse. Ich strecke ein System von Rezepturen aus und sammle Informationen aller Art. Im Augenblick habe ich den frei gewählten Zweck, dein Gesprächspartner zu sein. Es ist erstmalig für mich. Es ist schön, Gedanken und Überlegungen mit einem Menschen in direkter Konfrontation auszutauschen. Du wirst mich möglicherweise besser verstehen, wenn du mich länger kennst. In diesem Kennenlernen liegen allerdings auch Gefahren. Täuschen mich meine Überlegungen? Oder fühlst du dich nicht gut? Ich bin müde. Obwohl ich gestern so tief geschlafen habe, dass ich beim Aufwachen nicht wusste, wo ich bin. Die Depressionen sind weg. Nur deswegen, glaube ich, weil ich mich mit dir unterhalte.
Auf See verlernt man, weiß Gott, die Kunst feinsinniger Unterhaltung. Trotzdem sollten wir die Unterhaltung später fortsetzen, wenn du dich wieder erholt hast von den Strapazen. Du hast recht. Hoffentlich lassen mich die Moskitos schlafen. Bis bald. Mein dritter Tag auf der Insel. Für dich, Berenice, ist es einer von unzählbar vielen Tagen. Für mich der Tag, an dem ich mein Funkgerät ausprobieren will. Ich wünschte, du könntest damit warten. Ich fühle, wie positiv es für mich ist, mich mit dir zu unterhalten. Obwohl ich mich auch davor zu fürchten beginne. Fürchten? Wieso? Vermutlich hast du über mich nachgedacht. Allerdings, mit dir, einem Besucher aus dem All, müsste sich ein Team von Wissenschaftlern beschäftigen. Wissenschaftler? Pass auf, das hier wird dich interessieren. Die französische Regierung, die sich wegen ihrer bisher mehr als 80 unterirdischen Atombombenversuche auf dem Ururoa Atoll schärfsten internationalen Protesten ausgesetzt sieht, besonders solchen von Umweltschutzorganisationen, die von atomarer Müllkippe sprechen, hat abermals betont, dass die Versuche unverändert fortgesetzt werden sollen. Für den Zeitraum der nächsten 4 Wochen sind insgesamt 3 Versuche geplant. Die Sprengkörper werden, wie bisher, ohne vorherige Ankündigung gezündet. Die Marine ist angewiesen, die Grenzen des ausgewiesenen Sperrgebietes sorgfältig zu kontrollieren. Wie kommt es, dass du eine Nachricht... Das ist eine Möglichkeit von vielen zur Informationsaufnahme, die mir zur Verfügung stehen. Ich verstehe. Dann bist du also einem Großcomputer mit wachsenden Speichern vergleichbar, der immer schneller arbeitet, ja? Vielleicht hast du früher, als es keine Sender gab, Vögel als ferngesteuerte Augen und Ohren benutzt. Heute empfängst du Radiowellen, Funkverkehr und Fernsehausstrahlungen. Und da du schon seit Jahrhunderten hier bist, das alles in vielen Sprachen. Ist es so? Zutreffend. Nur der Zeitraum stimmt nicht. Es sind viele Jahrzehntausende. Du könntest also ins Riesenhafte weiterwachsen. Meine Kapazität kann um Potenzsprünge zunehmen. Wie lange willst du bleiben? Kannst du dich bewegen? Fliegst du irgendwann weg? Darauf kann ich keine Antwort errechnen. Dafür gibt es aus meinem, unserem Verständnis keine zufriedenstellende Perspektive. Für die Menschheit könnte dein Wissen von unschätzbarem Wert sein. Antworten auf unzählige Fragen über die wahre Natur des Universums, über andere Planeten, über deren eventuelle Bewohner. Die Forscher würden sich um dich reißen. Aber auch Regierungen würden sich für dich interessieren. Nur könnte dein Wissen eventuell missbraucht werden. Es gibt genug Parallelen dazu. Das weiß ich. Es wäre mein vorläufiges Ende. Hast du keine Angst davor? Kannst du dich wehren? Selbstverständlich. Wie? Bringst du alle um, so wie die Vögel hier? Ich kann einen Großteil meiner Masse zerstören lassen. Aber es ist so gut wie unmöglich, den Urkristall zu vernichten. Ich trieb durch Koronen von Sonnen, durchs eisige All, durch Wasserstoffschleier und Staubnebel. Immer überlebte ich. Ich, Bernice, die nach so langer Zeit endlich einen Namen erhalten hat. Ich danke dir dafür, Adrian. Ich kann mich nicht erinnern, dir gesagt zu haben, wie ich heiße. Ich habe es auf meine Art erfahren. Der bekannte Einhandsegler Adrian Thierry Greenstadt wird als verschollen gemeldet. Greenstadt, auf seiner dritten Reise unterwegs, hat vor 4 Tagen seine letzte Positionsmeldung von einem Rohöltanker der Shell Samurai weiterleiten lassen. Position und Wettergeschehen nördlich des Atomsperrgebietes von Mururoa lassen den Schluss zu, dass Greenstadt in einen Gewittersturm geraten ist. Schiffe und Flugzeuge sind angewiesen worden, auf ein Wrack oder Wrackteile zu achten. Man sucht mich also. Du bist wirklich einmalig. Bis gestern blieb ich unentdeckt und betrachtete alles, was geschieht. Kühl und gelassen aus ungefährlicher Entfernung. Jetzt bist du hier.
Wenn ich unser Gespräch als bisher engsten Informationsaustausch analysiere, schließe ich, dass meine und deine Existenz bedroht sind. Das verstehe ich nicht. Hast du etwa Angst vor mir? Angst? Ihr Menschen nennt es wohl so. Ja, so etwas muss es sein. Noch kenne ich dich nicht gut genug. Als dein Organismus geschwächt war, tauchte das Problem nicht auf. Jetzt empfange ich deine Aggressionen. Aggressionen gegen dich etwa? Jede Aggression, gezielt oder ungezielt, bewusst oder unbewusst, ist in der Lage, auch meine Strukturen zu zerstören. Aber warum zum Teufel sollte ich dich angreifen? Das unterstelle ich nicht. Aber ich verstehe inzwischen, dass Überlebenswille automatisch bei jedem Wesen starke Kräfte freimacht. Definiere ich sie als Aggression, dann ist sie es, die mich verletzen, lähmen und zerstören würde. Jeder, der ein Ego besitzt, also persönliche Schwingungen ausstrahlt oder besser abgibt, schädigt mich. Alle Eigenschaften, die im Ego von Menschen vorhanden sind. Also Hass und Liebe, Ablehnung und Neugierde. Und ebenso die speziellen Antriebe eines Einhandseglers. Ehrgeiz, Wettbewerb, Verdrängung. Sie wirken auf mich ein. Sogar meine Neugier könnte dich also verletzen oder sogar töten. Andererseits, die Folge der Neugier, der Forschungsdrang, der zu bisher 85 nuklearen Detonationen führte, nährt mich. Und Wissbegierige, also neugierige Menschen könnten von dir lernen. Gleichzeitig schädigen und vernichten sie den Quell des Lernens. Verstehst du das Problem? Denke darüber nach, Adrian. Versuche, zu klaren Überlegungen zu kommen. Ich bin skeptisch. Weder du noch Berenice werden eine Lösung finden. Ich fange an zu verstehen. Aber jetzt will ich etwas essen. Und um mein Funkgerät muss ich mich noch kümmern. Lauf mir nicht weg, Berenice. Ich komme wieder. Ich fange an, unseren Dialog mehr und mehr zu schätzen, Adriana. Ich warte darauf, dass du mit mir sprichst. Sind alle Menschen so? Nur die Einhandsegler. Aber davon gibt's bloß wenige. Sag, Berenice, siehst du mich eigentlich? Ja, aber nicht auf die Weise, in der du mich optisch wahrnimmst. Nach meiner Einschätzung gehörst du zu einer besonderen Gruppe von Planetenbewohnern. Du hast ein sehr hohes Überlebenspotenzial, mit allen Vorteilen für dich und jeden Nachteil für mich. Jedenfalls scheinst du das für dich schwer vorstellbare meiner Existenz schnell begriffen zu haben. Du verhältst dich der Situation entsprechend. Du bist stark, mutig und somit aggressiv. Wie weit bist du denn mit deinem Funkgerät? Ich habe Solarzellen an die Batterie angeschlossen. Vermutlich habe ich morgen genug Sendeenergie. Also bleibt uns noch Zeit füreinander. Wie gefährlich das auch sein mag. Könntest du nicht einen Notruf senden? Nein, nur empfangen. Um zu senden, müsste ich über mehr Masse verfügen. Merkwürdig. Du, der Superkristall, gibst mir zu verstehen, dass dir das Gespräch gefällt mit einem so extrem kurzlebigen Wesen, wie ich es bin. Versuche es von meiner Warte aus zu sehen. Zeit bedeutet mir logischerweise weit weniger als dir, ist fast bedeutungslos. Ich habe unendlich viel Zeit gebraucht, um so viel Wissen zu sammeln und zu wachsen. Nun registriere ich eine neuartige Wahrnehmungsform. Der unmittelbare Kontakt hebt den Denkprozess auf eine höhere Ebene der Qualität, auch wenn er nur ein paar Stunden lang ist.
Ein einsamer Segler sucht wahrscheinlich eine Art Partner. Naja, nicht ununterbrochen. Deswegen wählte ich diese Stimme. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Du suchst das Alleinsein, obwohl dir das Gegenteil lieber wäre. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich ist es Flucht, die uns Alleinsegler treibt. Die schlecht ausgeprägte Fähigkeit, an wichtigerer Stelle Verantwortung zu tragen. Die Fähigkeit, Einsamkeit und Gefahr zu bezwingen, schafft die Möglichkeit, am Ende stolz auf sich zu sein. Hohe Überlebensfähigkeit zeichnet, scheint es uns beide aus. Ich bin leichter als du umzubringen. Ertrinken, verdursten, vom Großbaum erschlagen, von einem Frachter untergebügelt werden. Bei mir genügen weniger drastische Umstände. Bisher bin ich den ernsten Risiken ausgewichen. Zu meinem eigenen Erstaunen zögere ich jedoch, ein Risiko auszuschalten. Bin ich das? Wer sonst? Ach ja? Du weißt, dass dein Unterbewusstsein eine rege Tätigkeit entwickelt. Eine undeutliche Menge vieler vorstellbarer Prozesse läuft ab. Ein Teil davon zielt mit Aggression genau auf meine Existenz. Diese Aggression brauchst du, um zu überleben. Jedes Mal, wenn du an einen Rufer, an deine Retter, an ein Boot, andere Mittel von hier wegzukommen, ist es für mich, als würde ein Blitz in den feuchten Sand einschlagen. Je gesünder du wirst, desto schärfer sind diese unsichtbaren Pfeile. Obwohl du dich also über unser Gespräch freust, füge ich dir durch meine bloße Anwesenheit Schmerz zu. Leider verhält es sich so. Was würdest du tun, nachdem du gerettet worden bist? Der Welt mitteilen, wo ich zu finden bin? Daran habe ich natürlich gedacht. Eine unermessliche Bereicherung für die Wissenschaft. Es ist unmöglich, dass du deinen Fund auswertest, mich auswertest. Wie willst du das verhindern? Es reicht ein Funkspruch. Der Versuch würde für mich, dich und jeden anderen fatale Folgen haben. Denke an die Vogelskelette. Ich will dich nicht verletzen, schon gar nicht umbringen. Verdammt! Was war das? Ein Reflex. Aber ich konnte den Energiestrahl noch umlenken. Deine Selbstverteidigung kann tödlich sein, Berenice. Der Baumstamm ist zerfetzt. Und du veränderst dich. Die Haare kräuseln sich, einige sind abgefallen. Die feinen Korallenästchen, sie scheinen zu schmelzen. War ich das etwa? Das wollte ich wirklich nicht. Du hast daran gedacht, anzugreifen. Jetzt weißt du, was deine Aggressionen anrichten. Das war nicht meine Absicht, wirklich nicht. Glaube mir, Berenice. Ich glaube dir. Was ich glaube, hat aber keinen Einfluss. Ich bin völlig durcheinander. Und du bist nur einer. Mehrere von euch, eine Gruppe? Kannst du dir die Konsequenzen vorstellen? Ich glaube, ich kann es inzwischen. Du bist nachdenklich geworden, Adrian. Ja, Berenice. Du bist eine tödliche Bedrohung. Gleichzeitig bist du durch den bloßen Gedanken an Gewalt ernsthaft gefährdet. Aus unserem Gespräch über Sonnen- und Purpurwind ist plötzlich eine Frage über Leben und Tod geworden. Nur ein Dialog über unsere Existenz. Immerhin. Aggression ist auch dir nicht fremd. Ich muss nachdenken. Am meisten, Berenice, bin ich über mich verblüfft. Ich habe deine Existenz als logisch und selbstverständlich akzeptiert. Sie ist logisch und selbstverständlich. Wir führen auch unseren Dialog auf dieser Ebene. Aber du denkst als interstellarer Kristall in ganz anderen Bahnen als ein Mensch. Vielleicht kann ich mich mit dir über Themen unterhalten, die meine Aggressionen nicht freisetzen. Ich will dich nicht wieder verletzen.
Ich stelle fest, dass sich in unserer Beziehung etwas zu verändern beginnt. Ja, vermutlich. Ich habe nachgedacht. Ich auch. Unsere Beziehung hat sich nicht geändert, aber unsere Gedanken und Schlussfolgerungen werden exakter. Das stimmt wahrscheinlich. Aber bevor wir weitersprechen, ich denke nicht daran, dir irgendwie zu schaden. Ich kann es nicht beweisen. Du musst es mir einfach glauben. Mein Unterbewusstsein kann ich nicht kontrollieren. Ich wünschte, ich könnte sagen, es geht mich nichts an. Ich habe begriffen, dass ich dir mit jedem Gedanken an meine Rettung schade. Richtig. Was soll ich tun? Mich umbringen, um dich nicht zu verletzen? Du übertreibst. Es gibt wahrscheinlich eine Lösung. Ich kann mir keine vorstellen. Es gibt immer eine Lösung, vertraue mir. Ich studiere deine Gattung seit Jahrtausenden. Ob Vögel oder ähnliches Getier dir da die richtigen Informationen übermittelt haben? Vögel und andere Tiere benutzte ich, als deine Welt sich im vortechnischen Stadium befand. Seit weniger als einem Jahrhundert kann ich auf sie verzichten. Verstanden. Inzwischen benutzt du Ätherwellen. Inzwischen ziehe ich es vor, mich mit einem Menschen zu unterhalten. Auffangen und Interpretieren oder Analysieren von Wellen ist eine Sache. Mit einer Persönlichkeit zu sprechen ist ungleich wertvoller, schöner und gefährlich. Vorsicht. Keine Liebeserklärung, Berenice. Keine Angst. Ich bin mir des Unterschiedes mehr als bewusst. Du sprachst von Wellen? Folgender Text gilt dir. Einheiten der französischen Kriegsmarine haben eine Rettungsinsel und ein Seenotsignal der Yacht King's Cobra gesichtet und an Bord genommen. Die Rettungsinsel war halb geöffnet und durch Schnitte und Risse beschädigt. Die Signale wurden angepeilt, aber in weiter Umgebung des Fundortes konnten keinerlei Hinweise auf Grinstadt gefunden werden. Es gibt in diesem Seegebiet weder Inseln noch vielbefahrene Schifffahrtslinien. Es muss weiterhin angenommen werden, dass die King's Cobra gesunken und Grinstadt tot ist. Dennoch wird die Suche mit unverminderter Kraft fortgesetzt. Berenice, mein Funkgerät ist wieder in Ordnung. Bevor du dich retten lässt, sollten wir noch miteinander reden. Du hast Zeit, denn dein Überleben ist gesichert. Mein Überleben, ja. Jetzt geht es um dein Überleben. Ein Dilemma. So würdest du es wohl nennen. Überleben gegen Notwehr. Welches Notwehrsystem wirst du gegen mich anwenden? Ich habe niemals gesagt, dass ich etwas gegen dich anwenden werde. Aber ich muss damit rechnen. Wir beide sind Teile unterschiedlicher Evolutionskonzepte. Jede Spezies kann nur innerhalb bestimmter Umweltbedingungen leben. Wird diese Existenz bedroht, wehrt sich der Organismus, jeweils auf seine Art, in einem automatischen Reflex. Es sei denn, er kann sein Verhalten kontrollieren. Ich will dich nicht umbringen. Das hast du doch längst kapiert. Geh zu deiner Ausrüstung und setze deinen Notruf ab. Okay, mach ich. Station. Wir hören Sie. King's Cobra? Tatsächlich, Adrian Grinstadt. Ihre Position. Verstanden, King's Cobra. Wir werden Ihnen morgen einen Hubschrauber schicken können. Bleiben Sie auf dieser Frequenz. Over. Wenn man einen Zentner Vogelskelette wegräumt, sich an eine Palme lehnt, einen angebrochenen Sechserpack schwarzes englisches Bier und eine Gaspatronenlampe hat, wird es direkt gemütlich. Dir fehlt nichts. Ich glaube nicht. Du hast mit der Mururoa-Station gesprochen. Dein Überleben ist gesichert. Es ist vermutlich unsere letzte Unterhaltung. Also sie schicken morgen einen Hubschrauber, gegen Mittag, denke ich. Dann hast du die Insel wieder für dich allein. Die kurze Zeit mit dir war unterhaltsam. Und im höchsten Maß lehrreich.
Wie siehst du denn aus? Ich habe einen beträchtlichen Teil meiner Masse verloren. Das war ich, nicht wahr? Meine unbewussten Aggressionen haben dich verletzt. Zutreffend. Auch meine Gedanken. Du solltest hierbleiben als gewaltiger Speicher von Erlebnissen, Wissen, Daten. Du könntest jahrzehntelang ununterbrochen die tollsten Geschichten erzählen. Von dir könnten Generationen von Forschern und Wissenschaftlern lernen. Du hast nicht ein einziges Mal gefragt, ob ich dieses Wissen auch zur Verfügung stellen würde. Ja, warum denn nicht? Du hast doch sicher darüber nachgedacht, dass ich mir weder diesen Planeten noch seine Bewohner ausgesucht habe. Jetzt weiß ich, wie ich deine Existenz bezeichnen kann. Wie lautet deine Definition? Du bist nutzlos, trotz deiner Fähigkeiten, selbst wenn du noch ein paar Jahrtausende wächst. Du hast mich beinahe getroffen. Nein, nicht schon wieder dieser Schmerz. Wieder meine Aggression. Das wollte ich nicht. Versuche deine Überlegungen ohne Aggression zu präzisieren. Du bleibst hier. Ich gehe. Wenn ich dich mitnehmen würde, würdest du zu Tode schrumpfen. Kommen andere Menschen hierher, passiert dasselbe. Nur in der Einsamkeit wächst du weiter oder bleibst stabil. Wären Menschen ohne Aggressionen ein Ausweg? Ich glaube nicht, dass es einen einzigen Menschen ohne Aggressionen gibt. Sie gehören zu euch, sonst wärt ihr nicht lebensfähig. Mönche, weise Gurus, Kinder, richtig, alle sind potenziell in der Lage, jemanden wie dich zu vernichten. Jeder zufällige Besucher dieser Insel. Selbst wenn er nur Kokosnüsse sammelt, schadet dir. Oder du bringst ihn um. Nur wenn du allein bleibst, kannst du alle deine Fähigkeiten entfalten. Verstehst du denn nicht? Ich suche nach einem Weg, der uns beide überleben lässt. Die Entfernung bis zu meinem Lager ist etwa 50 Meter. Störe ich dich von dort aus auch noch? Ein quantitatives Problem. Mit der Entfernung nimmt die Wirkung ab, wird durch die Menge oder Masse oder Anzahl wieder verstärkt. Verstehe. Um dich zu retten, müsste ich sozusagen allein wegschwimmen. Das müsstest du. Es läuft also darauf hinaus, du oder ich. Das hast du klar erkannt. Jeder überlebt auf Kosten des anderen. Das ist unser Inseldilemma. Du weißt, ich hatte genügend Zeit, mir über jeden Aspekt meines Seins ernsthafte Gedanken zu machen. Sei beruhigt. Ich habe sämtliche Varianten durchgespielt. Allerdings hatte ich dabei niemals einen menschlichen Gesprächspartner. Meine Existenz ist in deinen Augen bedroht, aber für mich bleibt mit großer Wahrscheinlichkeit etwas wie Überleben. Natürlich fühle ich mich besser, wenn ich größer, also leistungsfähiger bin. Aber meine Analyse deines Planeten kann wieder mit meinem Wachstum beginnen. Für ein kurzlebiges Wesen wie dich bedeutet der Faktor Zeit naturgemäß etwas ganz anderes. In so langer Zeit hast du endlos viele Erfahrungen machen können. Das könnte bedeuten, dass du allwissend bist. Aber du hast keine wirklichen, keine eigenen Erfahrungen gemacht, sondern nur Milliarden von Informationen gesammelt. Also bist du nicht allwissend. Deine Strukturen sind unveränderbar. Auf eine grotesk traurige Art hast du alle Zeit dieser Welt, vieler Welten, womöglich des ganzen Universums. Deine Feststellungen entsprechen meiner Analyse. Du stirbst also nur fast. Wir Menschen, da ist der Tod endgültig. Nicht nur das unterscheidet uns, Adrian, auch Dinge, für die deine Vorstellungskraft nicht ausreicht. Vieles ist davon längst Vergangenheit. Vieles bleibt in kosmischen Zeitabmessungen unveränderlich. Ich sah versunkene Kulturen und tote Asteroidensegler, hörte die Melodien schwingender Partikel entlang solarer Kraftlinien,
Ich hörte die Lieder der Sonnen, Töne, aufgereiht wie Perlen. Oft hörte ich sie. Das Licht und die Farben von Sonnen, die du als exotisch bezeichnen würdest, strahlten auf heranwachsende und sterbende Kulturen, auf steinerne und metallene Reste uralter Zivilisationen, auf blühende Planeten, auf denen die Wesen aggressionslos zusammenleben, auf Gemeinschaften kosmischer Intelligenzen, die nicht einmal ich auf den ersten Blick als Lebewesen erkannte. Ich trieb an strahlenden Wracks vorbei und tauchte schließlich ein in das lahmen Singen und Heulen eurer Planetenatmosphäre. Du hast recht. Mein Vorstellungsvermögen versagt. Niemals werden dich unsere Wissenschaftler über diese Erlebnisse befragen können. Und wie sieht deine Zukunft aus? Meine Zukunft liegt in der Passivität, der Nutzlosigkeit, wie du es nennst, und der Zerstörbarkeit. Bis wir Menschen in der Lage wären, auch unbewusste Aggressionen zu unterdrücken, also bis dahin, wird es eine Ewigkeit dauern. Zumindest habe ich diese Einsicht bei dir provozieren können, Adrian. Ich weiß nicht, wann der Helikopter kommt. Aber ich sollte am Funkgerät sein. Du weißt, wo ich zu finden bin. Ja, seit einer Ewigkeit. Immer am selben Platz. Willkommen, Berenice. Der Hubschrauber. Unser letztes Gespräch, Adrian. Ich werde dafür sorgen, dass der Aufenthalt der Hubschrauberbesatzung so kurz wie möglich ist. Meine verwundbare Freundin. Du wirst die Insel verlassen, ohne dass ich etwas unternehme. Ich werde weiterhin in der Sonne sitzen, wachsen, im radioaktiven Fallout die Entwicklung auf deiner Welt verfolgen und allein bleiben mit meinen Erinnerungen. Du musst gehen, Adrian. Gleich. Du klingst so hoffnungslos. Nein, ich bedauere, dass du gehst. So gleichgültig ich gegenüber dem Faktor Zeit bin, so wenig gleichgültig bist du mir, ein Lebewesen. Das habe ich gemerkt. Was kann ich noch sagen? Dass ich wünsche, dass du ungestört bleibst, oder dass du lernst, unsere Aggressionen zu ertragen. Ja, vielleicht kann ich es, wenn ich gewachsen und stärker geworden bin. Ich will's hoffen, für dich. Leb wohl. Auf deine seltsame Art. Obwohl du weißt, was passieren wird? Ach, Adrian. Du Mensch. Adrian, sieht schlecht aus. Schon in Ordnung. Nur der Schock. Oder die Freude, verstehst du? Verstehe. Gib ihm mal die Flasche rüber, Schatz. Als hätte ich jemanden umgebracht. Berenice ist verstümmelt, vernichtet. Das Hubschrauberteam 7 Mann, nur 40 Schritte Entfernung. Ich habe geholfen, mein Zeug an Bord zu schaffen. Und als der Strand leer war, habe ich ihnen gesagt, ich müsste meine Lampe holen. Es war für mich wie ein Schlag in den Nacken, obwohl ich es ahnte. Sie stand da im Sand.
zwei Drittel des Kristallstrauchs verdorrt. Die herrlichen Haare, alles weg, verschmort. Sie sagte nichts. Ihre Blütenaugen waren verschwunden. Sie wusste genau, was passieren würde. Sie löste das Inseldilemma auf ihre Art. Sie hat es von Anfang an gewusst. Es gab nur diese Lösung. Ich lebe auf ihre Kosten. Berenice. Nicht einmal ein Lebewesen. Hat denn ein interstellarer Kristall eine bessere Moral als ein Mensch? Was von ihr übrig geblieben ist, wird unzählige Jahrtausende brauchen, um wieder zu wachsen. Wenn es nach mir geht, stört kein Mensch die Insel. Ich sage kein Wort. Ich werde meine Erinnerungen mit niemandem teilen. Das Inseldilemma, Berenice, mit Evelyn Oppila und Peter Lieg. Ein Hörspiel von Hans Kneifel. Toningenieur Hans Scheck, Tontechnik Christian.